Gut, machen wir weiter. Unsere Geschichte geht weiter mit einer Person, die ihr alle kennt, und zwar dem lieben Einstein. In seiner Formel, das ist die kosmologische Konstante, die lässt man eigentlich weg, aber ich habe die jetzt mal trotzdem stehen. Pass auf. Ich mache das mal kurz hier weg. Das ist übrigens die Formel seiner allgemeinen Relativitätstheorie. Und das, was er eingeführt hat, also diese kosmologische Konstante, wird als der größte Fehler seines Lebens bezeichnet. Soll er mal gesagt haben, wissen wir aber nicht genau. Worauf ich hinaus möchte, ist Folgendes. Newton konnte sehr gut Gesetze der Gravitation beschreiben. Er konnte mit seinem Gravitationsgesetz, also mit Newtons Gravitationsgesetz, konnten wir Neptun entdecken. Und zwar auch vorhersagen, wo der Neptun sein wird. Und dann mit dem Teleskop beobachten und dann bam, da haben wir den. Mit einem Gesetz, der wie folgt lautet. Wenn ihr die Kraft F zwischen zwei Körper berechnen wollt, dann ist sie nichts anderes als eine Konstante G multipliziert mit der Masse des einen Objekts mal die Masse des anderen. Man schreibt es andersrum, aber ist auch egal, weil Multiplikation durch die Abstand zum Quadrat. Das müsst ihr euch nicht merken oder so. Ich wollte es einfach nur noch mal zeigen. Wir rechnen jetzt nicht damit, keine Sorge. Aber dieses Gesetz beschreibt einfach die Gravitation zwischen zwei Körpern. Und damit kann man ganz vieles herleiten über die Bewegung von Teilchen, über Fluchtgeschwindigkeit und so weiter und so fort. Aber Newton, trotz dessen, dass sein Gesetz sehr gut funktioniert hat und sehr viele Dinge beschreiben konnte, konnte er die Umlaufbahn des Merkurs nicht gut erklären und vorhersagen, zum einen. Und zum anderen hatte Newton noch ein Problem. Er konnte die Gravitation beschreiben, aber er wusste nicht, was sie ist. Also er weiß, dass es eine Kraft ist zwischen euch beiden jetzt, ist da eine Kraft, ihr zieht euch gegenseitig an, aber was ist denn diese Kraft? Ist das ein Seil zwischen euch? Nichts. Er wusste es nicht. Ganz einfach, das ist die Antwort. Er hatte keine Ahnung davon, was die Gravitation ist. Und da kam der liebe Albert Einstein, der hatte eine neue Vorstellung von Gravitation. Seine bekannte Relativitätstheorie, die spezielle, die zeigt, dass Zeit langsamer laufen kann. Und bei Lichtgeschwindigkeit bleibt die Zeit sogar stehen. Und seine allgemeine Relativitätstheorie, die auch das Ganze beschreibt, die Gravitation. Und sie sagt aus, Gravitation ist nichts anderes als eine Krümmung in ein Gewebe namens Raumzeit. Das soll Gravitation sein. Das Bild werdet ihr kennen. Wir werden da noch aber eine komplette Stunde drauf eingehen, weil die Vorhersagen sind krass. Und ich habe jetzt mal ja so eine Art Zitat, ich weiß nicht, ob das so... Ich habe das mal gehört, ich fand es lustig. Man sagt, seine Theorie ist schlauer als er, weil die allgemeine Relativitätstheorie Vorhersagen gebracht hat, an die Einstein selber nicht glaubte. Schwarze Löcher sind eine Folge von der Relativitätstheorie. Er sagt, okay, ich habe diese Formel, mache ein paar Rechnungen und kriege eine Formel raus, also leite mir etwas her, das mir zeigt, dass schwarze Löcher entstehen können, von denen nicht mal Licht abhauen kann, weil die so eine starke Gravitation haben. Einstein hat nicht daran geglaubt. Ob er das vor seinem Tod geändert hat, wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist, so gut wir wissen, er hat das Ganze nicht geglaubt. Eine weitere Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie ist die Ausdehnung des Universums. Und da in der Kosmologie spielt ein sehr besonderer Mann hier eine Rolle, das ist der Typ, der heißt Alexander Friedmann, das ist derjenige, der Einstein korrigiert hat. Und zwar hat Einstein irgendwie, glaube ich, einen Rechenfehler gemacht, als er seine Formel für die allgemeine Relativitätstheorie auf das gesamte Universum angewendet hat. Und da war das Problem, dass er irgendeine Lösung rausbekommen hat, die ihm sagt, das Universum muss statisch sein, also es kann sich nicht ausdehnen. Alexander Friedmann hat seine Gleichung genommen und hat festgestellt, yo, pass auf, nach deiner Theorie müsste das so heißen, dass das Universum sich ausdehnt oder dass er sich ausdehnt und immer langsamer wird, aber nicht stehen bleibt oder dass er sich ausdehnt, stehen bleibt und wieder in sich zusammenfällt. Das hat Friedmann
vorhergesagt. Und diese Formel ist das, was man eigentlich in der Kosmologie benutzt. Friedmanns Gleichungen werden die heute genannt. Er hat das Einstein geschickt. Am Anfang meinte Einstein so, ich meine, am Anfang hat Einstein das nicht eingesehen. Dann hat ihn Alexander Friedmann nochmal einen Brief geschickt und gesagt, ey, du hast hier einen Fehler gemacht in der Rechnung. Wenn du da was anderes hast, dann korrigier mich bitte. Und dann hat Einstein gesagt, okay, ich gebe es zu. Du hattest recht gehabt. Und um zu zeigen, dass er recht gehabt hat, die Frage ja, ob sich das unser Universum aussehnt, hatten wir gerade, gibt es einen Typ namens Edwin Hubble. Er war nicht der Erste, der wusste, dass sich unser Universum ausdehnt, aber Edwin Hubble war der Erste, der das wirklich experimentell gemacht hat und dokumentiert hat. Tatsächlich war Georges Lemaitre, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, schon vor Hubble dran und hat auch das berühmte in der Kosmologie Hubble-Gesetz entwickelt. Hubble hat festgestellt, dass wenn wir uns Galaxien angucken, dann entfernen sie sich schneller, je weiter sie von uns sind. Stichwort dafür ist die Rotverschiebung, die übrigens auch eine Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie ist. Wisst ihr, was Rotverschiebung ist? Wenn ich Licht nehme, blaues Licht. Lichtfarben haben alle eine unterschiedliche Frequenz und unterschiedliche Frequenz bedeutet unterschiedlich viel Energie. Blaues Licht ist energiereicher als rotes, hat eine höhere Frequenz. Ja, blaues Licht hat eine höhere Frequenz als rotes Licht. Übrigens auch, warum der Himmel blau ist. Aber machen wir weiter. Wir haben hier blaues Licht und hier habe ich eine Galaxie. Die ist blau. Okay, wir machen eine blaue Galaxie. Und hier sind wir und beobachten das Ganze. Wenn sich das Universum ausdehnt, passiert Folgendes. Diese Galaxie, diese Lichtwellen, die werden länger, weil der Raum zwischen denen, also hier überall, wo Raum zwischen denen ist, breitet er sich aus. Dementsprechend passiert Folgendes. Die Galaxie entfernt sich. Da ist sie jetzt. Da sind wir. Sie erscheint für uns rot. Das ist die Rotverschiebung. Das Licht wandert von blau, also von energiereich zu weniger energiereich. Und das und so bestimmt man die Geschwindigkeit, mit der sich eine Galaxie von uns entfernt. Wie sehr ihr Licht verschoben ist. Und Edwin Hubble hat festgestellt, experimentell, dass je weiter die Galaxien von uns sind, desto schneller bewegen sie sich von uns weg. Das war der Beweis dafür, dass sich unser Universum ausdehnt. Georges Lemaitre, der Typ, Einstein werdet ihr wohl kennen, hat das schon vorher festgestellt. Deshalb, ich meine, das Hubble-Gesetz wurde umbenannt in Lemaitre-Hubble-Gesetz jetzt, glaube ich, weil er das auch schon vorher rechnerisch theoretisch bestimmt hat und durch Beobachtungen, die er auch gemacht hat, hat er das Ganze festgestellt. Ich meine auch, Lemaitre wird auch als der Vater des Urknalls bezeichnet, der Urknalltheorie, weil, wenn wir davon ausgehen, dass sich unser Universum ausdehnt, was passiert, wenn wir in der Zeit zurückgehen? So. Es dehnt sich aus, wird immer größer, größer, größer. Spielen wir es rückwärts, was passiert dann? Dann wird es immer kleiner. Kleiner, 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 kleiner. Kleiner, dichter und heißer zugleich. Das heißt, unser Universum ist jetzt kälter als früher. Und dieses Kleinerwerden wird so klein, dass man diesen Punkt Singularität nennt. Wir wissen gar, also brechen alle unsere physikalischen Gesetze, da haben wir keine Ahnung, was passiert. Wir wissen nur, was nach dem Urknall passiert ist. Dieser Punkt, wenn alles zusammenkommt, von groß, hier ist, breitet sich ja das Universum aus, wenn wir es rückwärts spielen, kehrt es in sich zusammen zu einem Punkt sozusagen. Und aus diesem Punkt entsteht das hier. Und aus diesem Punkt entsteht das hier, das hier. Das hier alles. Zumindest geht man davon aus. Also das ist die
Genau aus der Theorie, die wir haben. Was war vor dem Urknall? Keine Ahnung. Man geht davon aus, also Physik geht davon aus, dass vor dem Urknall Zeit gar nicht existiert hat. Raum auch nicht. Das heißt, wenn wir uns fragen, wohin expandiert das Universum, macht die Frage nach unserem heutigen Wissen, muss man betonen, weil es kann sich ja immer ändern, keinen Sinn. Der Grund ist, weil durch die Ausdehnung entsteht erst Raum. Nicht unser Universum breitet sich in einem Raum aus, der Raum selbst breitet sich im Universum aus. Daher die Frage, was dahinter ist, macht keinen Sinn. Genau wie die Frage, was davor ist. Macht das Sinn? Das ist nicht so einfach zu verstehen tatsächlich. Das ist auch mehr rein philosophisch eher. Aber damit war die Urknalltheorie ja nicht bewiesen. Weil, wenn das Universum ja mal so dicht und heiß war und alles ein Punkt war, dann muss es ja noch von dieser Wärme was übrig geblieben sein, richtig? Also es wird ja abgekühlt werden, es ist abgekühlt, aber die Wärme wird ja noch irgendwo da sein. Und diese Wärme des Universums findet ihr in diesem Bild hier. Die Strahlung des Mikrowellenhintergrundes. Das ist ein Bild vom Urknall. So sah der Urknall aus. Also ein bisschen danach, weil am Anfang konnte Licht gar nicht rausgehen und sich ausbreiten, weil es so dicht war. Aber nachdem Licht so sich ausbreiten konnte, das ist das Bild, was wir vom Universum haben. Und mit diesem Bild war die Urknallstheorie für erstmal jetzt bewiesen. Man muss dazu sagen, Theorien sind immer erst bewiesen. Ihr könnt tausend Beweise für eine Theorie finden. Findet ihr einen Gegenbeweis, ist die Theorie nicht vollständig. Cool, 500 Leute. Also die Theorie wird dann nicht vollständig, wenn ihr einen Gegenbeweis findet. Und bisher war das ein Beweis, der für die Theorie spricht. Die allgemeine Relativitätstheorie wurde bis heute immer wieder bestätigt. In ganz vielen Experimenten, dass Zeit langsamer läuft, haben wir sogar gemessen. Also die Astronauten auf der ISS, für die läuft Zeit langsamer als bei uns. Zur Zeit kommen wir ja noch. Wir sind ja hier gerade nur ein Überblick über Kosmologie. Was ist das? Wie beantworten wir die Fragen über die Ausdehnung des Universums?